Hallo Freunde, Servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich möchte heute gerne mal ein paar Gedanken zum Thema Spenden mit euch teilen. Und zwar der Grund ist der, dass mich eine E-Mail erreicht hat von der lieben Sabine, die Folgendes schreibt. Hallo liebe Sonja, ich habe da ein sehr aktuelles Thema. Und zwar würde es mich sehr interessieren, was du darüber denkst. Und zwar, bei uns in Österreich steht fast bei jedem konventionellen Kaufhaus, wo wir einige frische Bioprodukte kaufen, ein Bettler. Ich hatte schon ein paar Mal gespendet, bis ich mich dann mal zufällig hinter zwei von solchen Bettlern oder Asylanten bei der Kasse anstellte, denen ich schon mal gespendet hatte. Sie hatten nur Müll auf ihrem Kassenfließband gestapelt, wie giftige Reinigungsmittel, die unsere Umwelt noch mehr schädigen, die wirklich nicht sein müssen, und Fleisch und ungesunde Süßigkeiten und andere ungesunde Sachen, ja sogar Zigaretten. Meinen Kindern erkläre ich immer, dass ich ihnen für sowas kein Geld gebe und das auch nicht kaufe. Und dann spende ich für Leute, die genau sowas von meinem Geld kaufen. Ich war entsetzt und ich glaube, ich musste sowas sehen, um Einblick zu bekommen, für was ich da spende. Das Universum hat mir das geschickt. Meine Kids meinten zu mir, warum ich denen Geld gebe für ungesundes Zeug und ihnen nicht. Ich finde das eine sehr berechtigte Frage. Aufklären kann man diese Leute nicht. Sie können kaum Deutsch und dann fehlt sowieso das Bewusstsein. Sonst würden sie oder er ja nicht betteln. Ich spende sowieso viel lieber für den WWF und anderen kleinen Tierhilfsorganisationen. Da passe ich aber auch immer auf, ob man nicht dahinter noch die Pharmaindustrie sponsert. Wegen der vielen Impfungen, die sie den Tieren verabreichen. Ich habe nun beschlossen, dass ich nichts mehr spende, weil ich sowas nicht unterstützen will. Liebe Sonja, deine Meinung hierzu würde mich sehr interessieren, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Du kannst das auch sehr gerne veröffentlichen, wenn du möchtest. Herzliche Grüße von Sabine. Liebe Sabine, ich habe ihr dann geantwortet. Ich habe geschrieben, danke für deine Zeilen. Ich verstehe sehr gut, dass dich das beschäftigt und bewegt. Ich habe früher auch viel gespendet, wollte was abgeben und teilen. Irgendwie bin ich dann davon abgekommen, weil ich mir dachte, dass diese armen Menschen sicher auch das gespendete Geld für Zigaretten und Alkohol ausgeben. Und das wollte ich auf keinen Fall unterstützen. Dann kamen mir auch Gedanken wie, dass diese Menschen ja auch krank sind in ihrem Bewusstsein und dass die ganze Spenderei ein Fass ohne Boden ist. Auch habe ich gelesen, dass ich in deren Karma eingreife, wenn ich ihnen Geld gebe. Wenn ich heute Geld zum Spenden übrig hätte, würde ich es auch, wie du, an gemeinnützige Zwecke geben und vorher genauestens hineinspüren, ob sich das für mich richtig anfühlt. Sehr guten Gewissens würde ich Geld spenden für zum Beispiel die Albert-Schweitzer-Stiftung, die sich für den Schutz, die Rechte der Tiere und den Veganismus einsetzt. Oder die Dr. Med Heinrich-Pro-Vegan-Stiftung, die sich für Klima- und Umweltschutz, Tier- und Menschenrechte einsetzt. Und beide nicht nur mit Worten, sondern tatkräftig vor Ort viele Geschehnisse zum Guten bewegt. Dabei hätte ich ein sehr gutes Gefühl, weil ich auch verfolge, was die alles Positives mit ihrer Arbeit erreichen. Ja, als ich der lieben Sabine geantwortet habe, habe ich mir noch überlegt, ob ich jetzt da ein Video machen soll, weil ich irgendwie nicht genau gewusst habe, ob meine lieben Zuhörer dieses Thema Spenden interessiert. Aber wie ich noch im Überlegen war, hat mich eine E-Mail erreicht von der Albert-Schweitzer-Stiftung. Da habe ich ja den Newsletter abonniert und die schreiben Folgendes. Und da war dann meine Entscheidung ganz leicht. Und zwar hat mich da eine E-Mail von der Albert-Schweitzer-Stiftung erreicht, von der Frau Anne Schäfer. Und sie schreibt, liebe Sonja,
Vor einigen Jahren waren wir noch so klein, dass wir uns im Wesentlichen darauf beschränken mussten, uns gegen die Käfighaltung von Legehennen einzusetzen. Seitdem hat sich viel getan. Inzwischen gehen wir mit einer richtungsweisenden Klage gegen die Tierquälerei in der Putenmast vor und wir haben eine große Kampagne für die Masthühner gestartet. Zudem haben wir Kooperationen mit anderen Tierschutzorganisationen gestartet, um den Schweinen und Milchkühen zu helfen. Diese Entwicklung war uns vor allem deshalb möglich, weil sich immer mehr Menschen wie Sie dazu entschieden haben, den Ausbau unserer Arbeit zu ermöglichen. Jetzt gibt es eine großartige Gelegenheit, diese Geschichte fortzuschreiben. Einige unserer Unterstützerinnen und Unterstützer haben sich zusammengeschlossen, um alle neuen Förderbeiträge zu verdoppeln. Da ein Großteil unserer Förderinnen und Förderer über persönliche Empfehlungen zu uns kommt, habe ich eine Bitte. Könnten Sie Freunde und Bekannte auf diese Verdopplungsaktion aufmerksam machen? Konkret funktioniert die Aktion so. Wenn sich jetzt jemand für einen Beitrag von zum Beispiel 10 Euro im Monat, also 120 Euro im Jahr entscheidet, dann legen die Verdoppler noch einmal 120 Euro obendrauf. Ich verlinke euch die Aktionsseite unten in meiner Videobeschreibung unter meinem Video, dann könnt ihr euch daran beteiligen, wenn ihr das wollt. Für unsere erfolgreiche Arbeit wurden wir von Animal Charity Evaluators zu einer der empfehlenswertesten Tierschutzorganisationen ernannt. Und für unsere Transparenz und unsere Wirkungsweise haben wir kürzlich den Titel Social Reporting Camp gewonnen. In diesem Sinne wollen wir in Zukunft noch mehr für die Tiere bewegen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit weiterempfehlen, damit wir gemeinsam die Welt für die Tiere verändern können. Ja, meine lieben Freunde, mir gefällt es einfach persönlich, wie sehr stark sich diese Albert Schweitzer Stiftung und diese Pro Vegan Stiftung auch gleichzeitig für die Tiere einsetzt. Und zwar, das ist unglaublich, das kann man so toll verfolgen, wenn man diesen Newsletter abonniert, dann weiß man, was die alles machen. Also ich finde das so klasse und ich verlinke euch das in meiner Videobeschreibung und ich würde mich sehr dafür interessieren, was ihr zum Thema Spenden, was ihr da zum Sagen habt und was da eure Meinung darüber ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und das war jetzt schon mein Video, es ist zu Ende. Dann danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Und wenn es euch gefallen hat oder interessiert hat, dann auch für einen Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, da kommen jetzt noch viele interessante Themen bei mir. Und wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, also was ihr zum Thema Spenden, da was ihr da davon haltet, da würde ich mich freuen. Dann macht es gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund. Alles Liebe von mir. Servus, pfiat euch.